Hallo und herzlich willkommen auf meinem YouTube-Kanal. Habt ihr euch auch schon mal gefragt, wo ihr eigentlich überhaupt noch fliegen dürft? Diese Frage, die finde ich zumindest regelmäßig in den Kommentaren unter meinen Videos, vor allen Dingen in dem Bereich Recht, mit der Beschwerde, man darf ja überhaupt nirgendwo mehr fliegen. Und aus diesem Grund habe ich mir gedacht, mache ich mal einen kurzen Film über die DFS-App, die App der deutschen Flugsicherung. Denn die kann euch zeigen, wo ihr überall fliegen dürft, beziehungsweise was ihr vor Ort beachten müsst. Und dann seht ihr vielleicht auch, dass es gar nicht so schlimm ist in Deutschland, sondern dass man hier sehr wohl in weiten Teilen Deutschlands noch problemlos fliegen kann. Aber jetzt schauen wir uns die App mal im Detail an. Los geht's! Ich persönlich nutze die DFS-App schon etwas länger, weshalb ich euch jetzt hier leider nicht die Installation nochmal zeigen kann. Ganz kurz nur vorab, um die zu installieren, geht ihr in den App Store oder Play Store rein, nutzt die Suche und sucht einfach nach DFS, drückt dann einmal OK und dann seht ihr hier auch schon die DFS-Drohnen-App, das ist das Logo. Die dann installieren oder runterladen und installieren. Bei der Installation, da werden schon vorab so ein paar Daten eingegeben, wie die Größe der Drohne, also das Gewicht der Drohne, wie zum Beispiel die Reichweite und die Höhe, mit der ihr fliegen möchtet. Und ihr werdet auch gefragt, ob ihr euch registrieren müsst. Diese Registrierung, die ist nicht zwingend notwendig und ihr könnt die wichtigsten Kernfunktionen der App auch nutzen, ohne euch zu registrieren. Eine Registrierung bietet euch aber einige zusätzliche Funktionen und Hilfen, und das zeige ich euch natürlich auch jetzt hier im Anschluss noch mal im Detail. Wenn ihr die App dann installiert habt, dann könnt ihr sie hier mit einem einfachen Druck auf DFS Drohnen dann auch starten, und der Startbildschirm, der sieht zunächst einmal immer so aus wie hier. Ich zeige euch jetzt zunächst einmal die App ohne die Registrierung und dann im Anschluss nochmal mit Registrierung. Ja, die App lokalisiert euch anhand der GPS-Funktion im Smartphone und ihr seht dann direkt, wo ihr seid, und ihr seht auch direkt immer hier in der Kartenansicht, ob ihr fliegen könnt, und das wird hier angezeigt mit diesem grünen Häkchen. Und hier ist auch diese Region, die ihr eingegeben habt, also 300 Meter Radius um diesen Startpunkt hier. Die wird hier ebenfalls als komplett grün angezeigt. Ihr könnt hier in der App natürlich auch andere Orte euch aussuchen. Ihr könnt hier einfach zum Beispiel rauszoomen, dann an einen anderen Ort einfach gehen und den durch drücken und halten, markieren, und dann wird euch immer angezeigt, ob ihr hier in dieser Region fliegen dürft. Hier jetzt zum Beispiel ist das Ganze rot. Wenn ihr wissen wollt, warum ihr an einer bestimmten Position nicht fliegen dürft, dann klickt ihr einfach hier auf dieses rote Symbol und dann seht ihr, dass hier angezeigt wird, über und 100 Meter seitlich von Bundesfernstraßen, über und 100 Meter seitlich von Bahnanlagen ist der Flug verboten. Das heißt, da wird also sehr wahrscheinlich eine Straße, eine größere Straße oder eine Bahnanlage in der Nähe sein. Das heißt, wir müssen uns für unseren Flug eine andere Position dann suchen. Und ich springe jetzt einfach mal wieder zurück auf die Position, auf der wir hier eben waren. Ja, wir können dann hier noch bestimmte Sachen definieren. Wir können zum Beispiel eine Höhe eingeben. Ich habe jetzt hier mal 50 Meter eingegeben, und wenn ich jetzt sagen möchte, ich möchte zum Beispiel mal hier 96 Meter hochfliegen, dann ändert sich jetzt hier an dieser Position auch die Möglichkeit oder der Hinweis, und ihr seht, ich darf jetzt hier plötzlich nicht mehr fliegen, und der Grund dafür ist ganz einfach, dass ich innerhalb eines kontrollierten Luftraums bin und dort darf ich eben nur 50 Meter maximal hochfliegen. Das heißt, um hier fliegen zu dürfen, muss ich das Ganze entsprechend wieder anpassen. Ihr könnt es hier grob einstellen und die Feinheiten dann hier zum Beispiel mit diesem Plus oder Minus machen. Und sobald ich hier auf 50 Meter wieder gehe, dann wird mir jetzt hier an dieser Position noch angezeigt, dass alles in Ordnung ist. Der Radius, den können wir hier auch wählen, und zwar von quasi 0 bis 500 Maximum, 500 Meter Maximum. Hier gilt natürlich grundsätzlich immer auch
die Sichtflugregelung. Das heißt, es ist abhängig von der Größe der Drohne und wie gut ihr mit euren Augen die Position und Ausrichtung der Drohne erkennen könnt. Aber hier dieser Radius, der dient ganz einfach auch dazu, so ein bisschen abzuchecken, ist denn irgendwas in der Nähe? Also wenn ihr diesen Radius tatsächlich ausnutzen würdet und bis an den Rand dieser 500 Meter fliegen würdet, sind dann noch alle rechtlichen Grundlagen eingehalten. Das ist also eine sehr praktische Sache. Ja, und das Letzte, was man hier machen kann, das ist eben das Gewicht der Drohne auswählen. Und ihr seht schon anhand der Gewichtsgrenzen bis 250 Gramm, bis 2 Kilogramm, bis 5 Kilogramm, bis 25 Kilogramm und über 25 Kilogramm. Das sind eben genau diese gesetzlichen Grenzen, die auch in der Drohnenverordnung drinstehen. Ja, für die meisten reicht hier sehr wahrscheinlich der Bereich Mikro- oder Mini-Drohne aus, denn die wenigsten Drohnen sind ja schwerer als, also zumindest Consumer-Drohnen sind ja schwerer als 2 Kilogramm. Ja, dann könnt ihr noch hier auf Take-Off gehen. Das würde jetzt bedeuten, dass ihr hier startet. Aber dafür ist dann wiederum eine Registrierung notwendig. Denn dann wird das Ganze auch an die DFS geschickt, sodass die Bescheid wissen, dass ihr jetzt da mit eurer Drohne unterwegs seid. Bevor ich euch jetzt diese registrierten Funktionen zeige, zeige ich euch noch ganz kurz hier das Menü einmal. Ihr könnt hier in dieser Menüansicht zum Beispiel die Drohne wählen. Das hatten wir gerade schon mit dem Gewicht. Ihr könnt hier Einstellungen ändern, was die Flughöhe und den Radius angeht. Das haben wir ja auch schon. Und ihr könnt das dann hier mit diesem kleinen Diskettensymbol auch als Standardeinstellung für euch abspeichern. Darüber hinaus gibt es hier die Punkte Register, also registrieren, oder Login. Das machen wir jetzt gleich. Es gibt noch einen Bereich mehr Informationen, wo ihr Links findet. Das sind im Wesentlichen Weblinks zu weiteren Webseiten mit weiteren Informationen. Und als letztes gibt es ja hier Feedback und Nutzungsvereinbarungen, wo ihr nochmal der deutschen Flugsicherung auch so eine Rückmeldung geben könnt und euch die Nutzungsvereinbarungen der App nochmal anzeigen lassen könnt. Das heißt, im Wesentlichen könnt ihr alle wichtigen Funktionen der App eigentlich nutzen, ohne euch zu registrieren. Und jetzt zeige ich euch aber noch, wie das Ganze mit Registrierung aussieht. So, ich habe mich jetzt mit meinen Daten hier angemeldet und wenn wir mal einen Blick auf die App werfen, dann werdet ihr feststellen, so viel hat sich da jetzt auf den ersten Blick gar nicht geändert. Das Einzige, was euch vielleicht auffällt, ist, dass hier unten nicht mehr Mini-Drohne steht, sondern DJI Mavic Air. Und das hat den Grund, dass man hier jetzt in der App, wenn ich mal auf die Einstellung gehe, eigene Drohnen anlegen kann. Das geht über zwei Punkte. Zum einen kann man Wähle Drohnen nutzen. Das ist im Prinzip dasselbe, was wir hier eben auch schon hatten, dass man die Drohne auswählt, also das Gewicht der Drohne auswählt, und man hat den Punkt Verwalte Drohnen. Und hier kann man eben jetzt eigene Drohnen hinterlegen. Hier ist zum Beispiel eine schon hinterlegt, der Mavic Air aus der Mavic-Serie. Man kann Seriennummer noch angeben, eine Registrierung, wenn man hat, das Gewicht angeben. Das ist natürlich ein ganz wichtiger Faktor, denn das ist dann entscheidend auch für die rechtliche Betrachtung, und hier die maximale Geschwindigkeit eingeben und das Ganze natürlich auch speichern. Ihr könnt hier neue Drohnen anlegen in beliebiger Anzahl und die werden euch dann hier, sobald ihr hier draufklickt, auf diese Drohnenauswahl auch angezeigt. Das heißt, ihr könnt hier dann immer eure passenden Drohnen, wenn ihr mehrere habt, auswählen für die Betrachtung der unterschiedlichen Gewichtsklassen. Ja, aber es geht noch mehr. Ihr habt jetzt hier ein eigenes Profil, da könnt ihr persönliche Daten hinterlegen. Ich habe jetzt hier meine natürlich wieder rausgelöscht. Die Adresse, Postleitzahl und so weiter. Ganz wichtig, wie ich finde, ist eine Mobiltelefonnummer, sodass ihr zur Not von der deutschen Flugsicherung angerufen werden könnt, falls es da irgendetwas gibt, was vielleicht euch gemeldet werden müsste, irgendeine kurzfristige Änderung oder sowas, sodass ihr da nicht fliegen könnt. Ja, dann gibt es hier noch die Möglichkeit, die persönlichen Einstellungen zu ändern. Das hatten wir eben schon, und auch das Passwort zu ändern. Der Rest ist fast gleich, bis auf diese Funktion Logbuch. Das ist eine Funktion, die ich persönlich nicht nutze, aus Gründen des Datenschutzes.
Und der Grund ist einfach folgender. Ich sagte ja schon, wenn wir jetzt hier fliegen wollen an dieser Position, dann gibt es hier eben unten diesen Punkt Takeoff. Und sobald ich hier auf Takeoff gehe, kann ich hier weitere Angaben machen. Ich kann zum Beispiel sagen, was ich hier mache, welchen Flug ich mache. Ich möchte zum Beispiel hier einfach Hobby und Sport, oder ich sage mal, ich möchte einfach ein paar Fotos von meinem Haus vielleicht hier machen. Dann kann ich das auswählen, Foto und Video, und mache dann Takeoff. Ja, und jetzt seht ihr schon, die Drohne ist in der Luft. Das Ganze ist natürlich jetzt auch live, auch mit der DFS verbunden. Und der gesamte Flug, der wird jetzt hier natürlich auch protokolliert. Das heißt, die Zeit wird protokolliert, das wird alles mitgeschnitten. Und ja, in dem Moment, wo ich dann sage, okay, ich möchte jetzt, ich bin jetzt fertig mit meinem Flug, da kann ich hier wieder auf Landen gehen. Und natürlich weiß dann auch die deutsche Flugsicherung, okay, die Drohne ist jetzt wieder am Boden. Eine intelligente, eine clevere Sache. Und die Sachen werden aber natürlich auch dann hier in eurem Logbuch protokolliert mit Datum, Uhrzeit, welche Drohne ihr geflogen seid, wie lange, wo das gewesen ist, etc. Und ja, aus Gründen des Datenschutzes bin ich da eher skeptisch und nutze diese Funktion nicht. Für mich ist es aber trotzdem eine schöne App. Einfach, wo ich schnell und einfach meine Drohnen eintragen kann, die ich habe, wo ich schnell und einfach sehen kann hier anhand dieser Übersicht, wo kann ich fliegen und wo nicht und welche Hindernisse gibt es an gewissen Orten für einen Flug. Ja, und wo ich dann schnell zum Beispiel einfach mal auswählen kann, ich sage mal, ich möchte jetzt hier fliegen, ja, und ich kann das hier auswählen und sehe dann, jawohl, es ist alles in Ordnung. Ich kann die Höhe entsprechend anpassen, so hoch, wie ich fliegen möchte. Und die Umgebung, ich sehe, jawohl, es spricht hier in dieser Stelle nichts dagegen, und sehe auch hier nochmal alle Sachen, die es zu beachten gilt. Und auf die ich rechtlich gesehen dann auf jeden Fall, wo ich sicherstellen kann mit Hilfe der App, dass ich rechtlich immer auf der sicheren Seite bin. Die App, die nimmt einem natürlich nicht das Denken ab, also das muss man schon auch selber machen. Und ihr seid auch weiterhin natürlich verantwortlich. Ihr könnt also nicht euch berufen auf so eine App und dann im Falle eines Falles sagen, ja, aber die App hat mir gesagt, ich darf hier fliegen. Also ein bisschen mitdenken und natürlich einlesen in die Gesetzeslage ist weiterhin sicherlich notwendig. Aber es ist ein tolles Hilfsmittel, wie ich finde, und deswegen empfehle ich auch die DFS-App. Ob man die Registrierung nutzen möchte, beziehungsweise auch diese Take-off- und Land-Geschichte, ob man das wirklich braucht, so ein Logbuch dann nochmal zusätzlich, und ob das wirklich irgendwo in so einer App an irgendwen weggehen soll, das sei mal dahingestellt, das muss jeder für sich selber entscheiden. Aber an sich finde ich die App schon mal eine sehr interessante Sache. Ja, das war's von mir. Mein Film über die App der deutschen Flugsicherung. Ich hoffe, der Film hat euch gefallen und konnte euch so ein bisschen helfen. Und falls ja, dann freue ich mich natürlich wie immer über nette Kommentare hier unten drunter. Gerne auch einen Daumen nach oben da lassen, das würde mich echt freuen. Empfehlt mich weiter, und falls ihr es immer noch nicht gemacht haben solltet, dann abonniert jetzt endlich meinen YouTube-Kanal. Es geht auf die 100.000 zu. Wir stehen knapp davor, und es wäre doch schön, wenn wir das bis Weihnachten irgendwie schaffen. Ich denke, das kriegen wir hin. Ja. So, das war's von mir. Vielen Dank fürs Zuschauen und tschüss, bis zum nächsten Mal.